Grüßes, Leute, was geht? Hier mal wieder Dean from Like a Trash Channel. Und heute mit einem ganz kleinen Tutorial, wie genau ihr Intros erstellt mit Cinema 4D. Entweder ihr macht das auf eure eigene Weise. In diesem Falle blende ich hier unten oder da irgendwo jetzt einen Link ein von VMotion. Der hat darüber ein Tutorial gemacht. Aber keine Ahnung, es war irgendwie krass umständlich. Auf alle Fälle, ihr geht in euren Browser, ja, hier lädt gerade was hoch, so. Und dann gebt ihr dort ein. Erstmal Cinema 4D Intro Template. So, dahinter könnt ihr noch schreiben, was ihr wollt. Vielleicht wolltet ihr Minecraft hier sowas oder ihr wolltet eher sowas Geiles. Auf alle Fälle, ihr geht dann einfach hier irgendwo drauf, eine Sekunde, so, und dann geht hier drauf, ne, dann geht hier runter, so. Und dann tut ihr einfach irgendwo hier einen auswählen. Entschuldigung. Ich bin müde, Alter, ich bin gar nicht erst aufgestanden, darf gar nichts sein. So. Einfach hier so einen runterladen, ne. Und wenn ihr die Datei dann habt, ne, ihr habt zum Beispiel jetzt hier die Dev Machine Intro, ne, macht ihr Rechtsklick, entpacken noch. Sekunde. So. Also, die Programme, die ihr dafür braucht, sind einfach nur euer normaler Browser, wie ich gerade gezeigt habe. Und Cinema 4D. Das werde ich jetzt mal ganz kurz öffnen und starten. Und dann sehen wir uns gleich da wieder. Ihr lasst einfach die entpackte Datei auf dem Desktop. Das war's auch schon. So, Leute. Eine Sekunde. So, ich muss mal den Ton überprüfen, weil vorhin ist halt abgestürzt. Okay, keine Bedrohung gefunden. So. Nein, das brauchen wir nicht. Hallo? So. Jetzt geht ihr auf Datei, geht ihr auf Öffnen und dann sucht ihr jetzt auf dem Desktop den Müll, den ihr runtergeladen habt. So, bei meinem Fall wäre es jetzt Dev Machine Intro, Shooter Intro Logo und dann muss... Oh, fuck. Abfuck. Eine Sekunde mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz eine andere Datei. So Leute, sowas nennt man aufs Übelste verarschen. Das war für Sony Vegas Pro 11. Darüber mache ich aber heute keins. Öffnen, dann geht ihr jetzt hier bei euch, ne? Ich habe zum Beispiel erst, aber das habe ich schon gemacht. Sekunde, da, Minecraft. So, jetzt braucht ihr nur diese C4D-Datei. Klickt auf Öffnen. Dann wird jetzt das dargestellt, was passieren soll. So, ne, dann habt ihr das jetzt hier. Das passiert dann halt, ne? Auge fährt nach links, das andere auch. So, ne? Und dann geht's los. So. War's auch schon, ne? Das Einzige, was ihr jetzt noch machen müsst, ist, keine Ahnung, geht mal ganz kurz hier zu der Stelle. Da ist hier irgendwo, steht hier Name. Das müsst ihr einfach ersetzen. Da steht zum Beispiel auch Mo Text oder so. Ne? LATC an und dann drückt ihr Enter. So. Und ja, das war's auch schon. So, seht ihr, ne? Bum, 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 bum. Das wird halt alles so gemacht, ne? Das passiert halt alles. Macht sich alles von selber. Ne? Und wenn ihr das eigen machen wollt, dann geht ihr bitte zu VMotion, der hat darüber ein Tutorial gemacht. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part oder Intro oder Tutorial. Tschüss, küss.